Angela Merkel hat bei ihrer 90-minütigen Rede gestern am 13. November vor dem EU-Parlament unter anderem die Schaffung einer europäischen Armee befürwortet, eine Schulden- und Bankenunion begrüßt und die gemeinsame Migrantenaufnahme gefordert. Dazu antwortete Nigel Farage von der UPIC mit dieser Rede. Frau Merkel, viele meiner euroskeptischen Kollegen hier haben Sie heute ausgebuht, aber das sollten Sie vermutlich nicht. Die Briten sollten Ihnen applaudieren, denn ohne Sie hätten wir nie den Brexit bekommen. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Genau diese Euroskeptiker, ob von links, Mitte oder rechts, werden hier nach den Europawahlen im Mai in riesiger Zahl Einzug halten, dank Ihrer Migration und Asylpolitik. Ihr Wir schaffen das hat eine riesige Migrantenflut ausgelöst, einen Ansturm übers Mittelmeer. Junge Männer aus sehr unterschiedlichen Kulturen, die niemals die Absicht hatten, sich hier zu integrieren. Junge Männer, von denen keiner je wirklich ein Flüchtling war. Wir haben uns das beim Brexit-Referendum angesehen und gesagt, mit dieser von Deutschland dominierten EU wollen wir nichts zu tun haben. Und wir wollen ganz sicher nicht den Preis für Ihr Versagen zahlen, Frau Merkel. Nachdem ich Sie hier heute gehört habe und führende französische Politiker in den letzten Tagen, ist es für uns wirklich eine Befreiung, die EU zu verlassen. Man sagt uns, diese EU soll jetzt ein Imperium werden, mit einer eigenen Armee. Diese undemokratische EU, die ihre Grenzen immer weiter nach Osten streckt. Eine EU, die in einen neuen Kalten Krieg gegen die USA ausgerufen hat. Eine EU, die die Geschichte umschreiben will. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sollten wir uns ernsthaft Sorgen machen. Man sagt uns, dass eine aufgerüstete EU irgendwie ein Friedensgarant sein soll. Da schlage ich vor, dass Sie noch mal gründlich drüber nachdenken. Vielleicht brauchen Sie noch ein bisschen Geschichtsunterricht. Die EU wurde nämlich gegründet, um der Übermacht Deutschlands entgegenzutreten. Doch was wir heute hier gesehen haben, war ein eiskalter Putsch. Der Brexit ist damit unumgänglich geworden. Was die anderen Länder angeht, Frau Merkel, Sie hatten eine lange, erfolgreiche Karriere. Aber Ihre Entscheidung zur Grenzöffnung war die schlechteste politische Entscheidung der Nachkriegszeit in Europa. Frau Merkel, ist es nicht an der Zeit, dass Sie Ihren Fehler endlich zugeben? Ist es nicht an der Zeit, dass Sie sich bei den deutschen Bürgern und allen anderen Bürgern Europas entschuldigen und sagen, es tut mir leid, was ich euch angetan habe und die Probleme, die ich für viele Jahrzehnte verursacht habe?